Wir haben ein bisschen später angefangen, weil ja noch die andere Session war, wo Menschen zugeschaut haben. Und das ist ja hier ein hybrides Event, das heißt, wir haben Gruppenarbeit hier vor Ort, aber gleichzeitig wird es auch gelivestreamt. Und da das ganze Setup relativ komplex ist, ist die generelle Idee, dass die Gruppenarbeit hier vor Ort stattfindet und dass die Leute, die hier im Livestream zuschauen, in der Zwischenzeit einfach nichts tun können, was nicht so ganz spannend ist, aber was von uns auch so beabsichtigt ist, weil wir haben die Gruppenarbeit absichtlich kurz gehalten, sodass wir später viel Diskussion haben können und so weiter. Reden wir erstmal ganz kurz darüber, was Open Regulatory ist. Das wussten interessanterweise viele Menschen hier nicht. Wir sind ein kleines Unternehmen, wir sind nur 3 Leute groß. Wir beraten typischerweise Startups, die typischerweise Software als Medizinprodukt entwickeln. Da ist unser Fokus, dass wir die Sachen sehr, sehr viel pragmatischer und teilweise bis zu 10-mal günstiger als andere Berater machen und gleichzeitig einen sehr offenen Ansatz verfolgen. Das heißt, wir haben eine Webseite, die ist openregulatory.com. Da sind all unsere Dokumentenvorlagen, also unsere Templates, sind alle kostenlos verfügbar. Außerdem gibt es ganz viele für normale Menschen lesbare Anleitungen, wie man Compliance eben macht als Startup. Zusätzlich haben wir eine kostenlose Slack-Community, wo mittlerweile 200 oder 300 Startups auch drin sind und sich zu Compliance-Fragen austauschen, was wirklich cool ist, weil man da zum Beispiel Fragen liest, wie: Wir sitzen gerade im Audit und der Auditor hat irgendeine Frage, kann mir jemand helfen, so ungefähr? Und dann helfen auch andere Leute sehr unkompliziert. Das ist wirklich cool, um da mehr Transparenz zu schaffen. Genau, und heute haben wir hier diesen Workshop und um 10 Uhr geht's los. Und das ist, wie wir uns das ungefähr vorstellen. Wir haben absichtlich den Anfangsteil ein bisschen kurz gehalten. Also wir machen jetzt 10 Minuten Begrüßung im Ablauf, das werden wir gleich kurz erklären. Dann haben wir tatsächlich nur eine halbe Stunde Gruppenarbeit. Das ist sehr, sehr kurz, weil wir dann uns auf die Vorstellung der Ergebnisse und die Diskussion von Fragen fokussieren wollen, weil erfahrungsgemäß immer extrem viele Fragen bei diesen Regulatory-Workshops aufkommen und die dann immer so ein bisschen zu kurz kommen und dann am Ende noch so eine kurze Verabschiedung. Das generelle Prinzip heute ist, dass Regulatory-Workshops oftmals extrem langweilig und extrem abstrakt sind. Und die Idee bei uns ist aber, es soll extrem konkret sein. Und wir werden sehr, sehr konkrete Gruppenarbeit machen, wo wirklich halt jeder hoffentlich heute Abend nach Hause gehen kann und sagen kann: Cool, wir haben heute wirklich was dokumentiert und was verstanden, was diesen Compliance-Kram angeht. Und wir könnten jetzt in unserem Startup jetzt auch zumindest so ein bisschen was machen. Das heißt, wir optimieren wirklich nicht darauf, dass wir jetzt alles super komplett und richtig machen, sondern wir optimieren dafür, dass Leute heute Abend das verstanden haben und mit einem Erfolgserlebnis nach Hause gehen und denken: Compliance-Arbeit ist gar nicht so wahnsinnig schlimm. Genau. Mein Name ist Oliver Eidel. Ich bin der Gründer von Open Regulatory und heute dabei habe ich auch noch Sören Hornoff, der Hi. seit 3 Tagen dabei ist und mir heute beim Workshop hilft. Und der wird euch jetzt so ein bisschen erklären, was wir heute jetzt auch wirklich machen und wie diese Gruppenarbeit abläuft und was auch diese Zettel sind, die bei den Vorortteilnehmern auf dem Tisch liegen. Ja, genau. Also wie Olli schon gesagt hat, jetzt geht's los mit der Gruppenarbeit. Die ist leider nur für die Leute vor Ort. Den Livestream müssten wir leider kurz in die Pause schicken. Wir sind dann aber in einer halben Stunde wieder da mit der Präsentation, Besprechung der Ergebnisse. Ja, und damit weiß auch die Vorortgruppe schon, was ihnen blüht. Und zwar gibt es eine Aufgabe zu einem fiktiven Medizinprodukt. Das ist eine App, eine Rheuma-App. Hier haben wir ganz kompetente Wireframes gezeichnet, die euch so ein bisschen eine Idee geben sollen, wie sieht diese App aus. Also es gibt verschiedene Screens, den Login, das Dashboard und das kann ich nicht Wir lesen. nennen das Dateneingabe, aber es ist ärztliche Handschrift, die kann man nicht lesen. Ja. Genau, und dazu gibt es Aufgaben, die liegen auch auf eurem Tisch schon. Wir haben mit etwas mehr Beteiligung gerechnet, deshalb gibt es theoretisch mehr Aufgaben. Auf den Tischen liegen nur 3, die ersten 3 auf dieser Folie, nämlich Intended Use, dann Software Requirements und Tests und das dritte ist die Risikoanalyse. Und die Aufgabe wäre jetzt zu dieser fiktiven Rheuma-App eben diese 3
Dokumente zu erstellen. Ihr habt dafür auf den Arbeitsbögen jeweils ein Beispiel, wie sowas aussehen kann. Das Beispiel ist natürlich jetzt nicht für die Rheuma-App, weil dann würden wir euch die Lösung ja schon vorgeben, sondern dieses Beispiel ist von einer Corona-App. Und an dem könnt ihr euch orientieren und quasi das Wissen übertragen auf die Rheuma-App. Genau, die anderen Sachen sind für euch sicher auch noch interessant. Gruppen 4, 5, 6, 7, 8. Das werden wir dann übernehmen bei der Abschlussbesprechung, dazu noch was zu sagen. Genau, da werden wir einfach improvisieren und schauen, ob wir das vielleicht in nochmal vor Ort direkter Live-Gruppenarbeit alles hier vielleicht nochmal hinkriegen. Bevor wir jetzt in die Gruppenarbeit starten, erkläre ich nochmal auch die App, weil das vielleicht relativ relevant ist, dass ihr die App verstanden habt, die ihr eigentlich dokumentieren sollt. Und das ist eine App, die wir uns jetzt einfach mal ausgedacht haben, die wir hier in diesen schönen Wireframes gezeichnet haben. Und wie gesagt, das ist ein komplett fiktives Medizinprodukt, das ich mir halt mal irgendwie am Wochenende ausgedacht habe. Die Idee ist, dass es quasi, die App heißt, es ist der Rheuma-Korrelator. Der medizinische Hintergrund ist der, dass bei vielen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel auch Rheuma, dass es viele Einflussfaktoren gibt, die vielleicht gar nicht so wahnsinnig gut verstanden sind. Zum Beispiel Ernährung, aber Patienten berichten auch davon, dass es irgendwie bei schlechtem Wetter vielleicht nochmal irgendwie Gelenkschmerzen gibt und so weiter und so weiter. Und natürlich die offensichtlichen Faktoren, sowas wie, habe ich meine Medikamente genommen, welche habe ich genommen und wie viel habe ich davon genommen. Und diese App versucht so ein bisschen dieses Problem anzugehen. Das heißt, ich als Patient kann da dann halt eintragen, wann habe ich eigentlich welches Medikament genommen, wann habe ich Sport gemacht, wie habe ich geschlafen und so weiter und so weiter. Und dann gibt mir diese App schlaue Vorschläge. Das ist zumindest die Idee. Wenn wir die Screens von links nach rechts durchgehen, sehen wir, okay, links, das ist der Startscreen, da kann ich mich mit ihm per E-Mail oder mit Google einloggen. In dem Dashboard in der Mitte habe ich so eine Art Plot in der Mitte, wo meine Schmerzen über die Zeit angezeigt wird. Das heißt, ich kann meine Schmerzen tracken. Unten drunter zum Beispiel auch ein Medikament, Ibuprofen, wann ich wie viel von einem Medikament genommen habe. Und oben gibt es diese schlauen Vorschläge von der App, die die App dann halt mir sagt, weil sie irgendwas gelernt hat. Zum Beispiel immer, wenn du Sport machst, geht es dir besser. So, das ist, hätte ich wahrscheinlich auch ohne App gewusst, aber das ist jetzt ein Beispiel hierfür. Rechts ist dann ein Screen dafür, wie man Daten eingibt. Zum Beispiel kann ich dann jetzt auswählen, was will ich eingeben, Medikament, Aktivität oder Schmerzen. Und dann fragt es mich, sobald ich was ausgewählt habe, ja, was genau willst du jetzt davon machen? Und da habe ich jetzt Aktivität ausgewählt. Dann kann ich jetzt eine Unterkategorie quasi auswählen, Sport, Schlaf, Ernährung, Stress, Verdauung. Und dann halt einen entsprechenden Wert eingeben. Zum Beispiel, wenn ich auf Schlaf klicke, kann ich sagen, jo, ich habe 8 Stunden geschlafen. Dann gibt es hier noch ein paar weitere Screens. Dann ist hier einfach nur, das ist quasi einfach noch, was es für andere Vorschläge in diesem Dashboard geben kann. Zum Beispiel, wenn du deine Medikamente absetzt, hast du mehr Schmerzen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich auch keine App für gebraucht, aber ist auch ein gutes Beispiel dafür, was die App mir sagen kann. Oder du scheinst nach dem Essen von Milchprodukten mehr Schmerzen zu haben oder deine Schmerzen steigen. Rede mal mit deinem Arzt bzw. deinem Rheumatologen. Und das können wir auch direkt im nächsten Screen sehen. Da kann ich einen Rheumatologentermin ausmachen. Zum Beispiel, wenn mir da halt hier 2 Ärzte vorgeschlagen, Dr. Müller und Dr. Schmidt. Dr. Müller hat einen Termin in bereits 9 Monaten für mich zur Auswahl, was bei Rheumatologen relativ üblich ist. Und Dr. Schmidt hat keine Termine. Die kann ich dann in dieser App vereinbaren, wenn ich dann gerade wieder Schmerzen habe. Zusätzlich kann ich rechts meine Daten, das ist jetzt, wir gehen mal davon aus, dass diese App bei iOS installiert ist. Zusätzlich kann ich jetzt meine Daten aus Apple Health importieren. Das ist das Apple-Logo links oben. Und da kann ich dann auswählen, welche Daten ich importieren möchte und kann dann auf Import klicken. Also relativ simple App. Es hat wirklich nur diese 6 Screens. Wir haben die auch nochmal ausgedruckt für die Vorortteilnehmer und auf Papier mehrfach verteilt. Das heißt, ihr könnt die euch nochmal angucken. Genau. Jetzt wäre es super, wenn ihr euch in 3 Gruppen aufteilen würdet. Jede Gruppe nimmt einen Satz von den Zetteln mit einer unterschiedlichen Aufgabe. Dann habt ihr hier im Raum Whiteboards und Moderationskoffer zur Verfügung. Da würden wir euch bitten, dann eure Ergebnisse auf dem Whiteboard festzuhalten. Ihr habt auch eine Flipchart und da könnt ihr euch entscheiden, auf welchem ihr schreibt. Disclaimer dazu, ihr müsst es später auf die Bühne tragen, also wählt weise. Und bitte sucht euch eine Person aus der Gruppe aus, die später die Ergebnisse vorstellt. Genau, also muss auch nicht lang sein, aber einfach auf der Bühne kurz präsentieren das Ergebnis, gibt dann auch ein Mikrofon. Genau. Cool, na gut, dann legen wir los und die Online-Teilnehmer können dann um
wahrscheinlich mit ein bisschen Zeitversatz 10.45 Uhr, 10.55 Uhr wieder bei den Präsentationen von Ergebnissen zuschauen. Genau, und wir laufen rum und helfen euch, wo immer wir können. Okay, so, wir machen dann jetzt weiter. Wir können, das war, ich bin ja sehr beeindruckt, wie ausführlich die Gruppen hier die Aufgaben wirklich gelöst haben. Das war sehr überraschend. Wir haben eigentlich, sind davon ausgegangen, dass niemand eine Ahnung von Compliance hat, aber tatsächlich wurden die Aufgaben sehr, sehr detailliert und sehr, sehr korrekt, glaube ich, gelöst. Das ist wirklich sehr cool, da wir jetzt vor Ort nicht ganz so viele Leute hatten, um die 7 bis 8 Gruppen auszufüllen, haben wir jetzt bisher 4 Sachen gelöst, die wir jetzt vorstellen werden. Jede Gruppe hat ja auf ihrem Whiteboard die Lösung niedergeschrieben und sich eine Person ausgesucht, die das dann vorstellen wird. Wir beginnen mit der ersten Gruppe, das war Intended Use und Klassifizierung. Und so, dann übergebe ich jetzt an dich und du darfst es vorstellen. Ja, danke schön. Genau, also wir haben jetzt einfach mal auch ein bisschen von eurem Template auf der Webseite geklaut. Also wir haben hier einmal das Produkt, den Rheuma-Korrelator. Dann Intended Use Case haben wir einmal gesagt, das ist eine Standalone-Software zur Darstellung von Faktoren, die einen Einfluss auf Rheuma haben und darauf basierend dann Handlungsempfehlungen geben. Dann haben wir gesagt, die App nutzt die Dateneingabemöglichkeiten und ermöglicht einen Datenimport von Schlaf, Schrittzählern und Sportaktivitäten über Apple Health. Genau, dann haben wir gesagt, darauf basierend stellt sie eben eine Korrelation zwischen Einflussfaktoren von zum Beispiel Sport und Schlaf etc. her und den Schmerzsymptomen von Rheuma und gibt entsprechende Handlungsempfehlungen. Und dann, genau, die Patientenpopulation, haben wir jetzt einfach mal pauschal gesagt, Erwachsene über 18, die Rheuma haben, aber es könnte natürlich, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, in welcher Altersklasse, ich glaube, es ist eher älter, dass man Rheuma hat und die Personen können ein Smartphone benutzen. Und als letztes haben wir dann auch noch das Add-on gemacht, die Medizinproduktklasse, haben wir gesagt, 2a, weil sie eben basierend auf den Gesundheitsdaten therapeutische Empfehlungen gibt. Cool. Ja, dem ist tatsächlich sehr wenig hinzuzufügen. Wie habt ihr, also es ist erstmal sehr, sehr, sehr gut gelöst. Dankeschön. Viel ausführlicher, als wir es uns sogar gedacht haben, was wirklich sehr gut ist. Also ich glaube, wenn man das jetzt so nehmen würde und nochmal irgendwie ein richtiges Template reinbacken würde und nochmal irgendwie guckt, ob man da ein paar kleine Lücken hat, wäre das schon auf einem sehr, sehr guten Stand. Wie würdet ihr, auf welcher Basis habt ihr die Medizinproduktklasse gewählt? Ja, wir haben uns so die Dinge angeschaut, die da standen. Wir haben halt gesagt, es gibt halt therapeutische Empfehlungen, aber jetzt, also die Empfehlungen führen eben nicht dazu, dass die Person irgendwie dann zum Beispiel stirbt oder so. Mhm. Deswegen haben wir dann gesagt 2a. Okay, das heißt, das wäre dann MDR-Regel 11, wo dann halt steht, beeinflusst therapeutische Entscheidungen. Genau. Okay, cool. Und die therapeutischen Entscheidungen hier wären sowas wie, ich soll meine Medikamentendosis zum Beispiel anpassen oder ich soll jetzt früher oder später zum Arzt gehen, sowas, oder? Ja, ich hatte jetzt eher gedacht zum Beispiel, du scheinst nach dem Essen von Milchprodukten mehr Schmerzen zu haben oder so. Also das. Okay. Ach so, das ist ja gar keine wirkliche Empfehlung gewesen. Das wäre potenziell eine diagnostische Entscheidung, wobei man da jetzt Haare spalten können, ob das wirklich eine Diagnose ist, wenn ich sage, ich habe einfach ein paar mehr Schmerzen. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich wie bei allem ist es so ein bisschen, wie man es argumentiert. Ja, ja, wahrscheinlich. Okay. Cool, super, vielen Dank für die Vorstellung. Bevor du gehst, gibt es noch Fragen von den anderen und wir sind jetzt auch neuerdings mit meinem Laptop in dem Livestream. Das heißt, theoretisch können wir auch Fragen aus dem Stream beantworten, wenn sie dann jemand stellt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Fragen von hier. Cool, okay. Ja, dann vielen Dank. Und danke euch. Dann gehen wir direkt zur nächsten Gruppe über. Genau, das kannst du uns geben. So, dann haben wir die Gruppe 2. Was war die Gruppe 2 wart ihr, ne? So, jetzt müsst ihr allerdings euer Whiteboard rübertragen.
Ah, jetzt haben wir doch noch eine Frage. Was ist Ihre Meinung zur Klassifizierung des Produkts? Also, ich meine, generell muss man da ja sagen, das Produkt, wie wir es beschrieben haben, ist ja erstmal sehr schwammig beschrieben. Also wir haben ja hier erstmal ein paar Wireframes aufgemalt und einfach eine generelle Idee gegeben, welche Features das Produkt ungefähr haben könnte. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Vorschläge von dem Produkt wirklich die sind, die wir aufgeschrieben haben, dann hätten wir auch die Meinung, dass das Klasse 2a wäre, weil eben vor allem therapeutische Entscheidungen hierdurch beeinflusst werden. Und ich persönlich sehe jetzt am ehesten halt auch wirklich dieses mit Medikamentenanpassung, weil das ja schon auch potenziell einfach definitionsgemäß eine Therapie ist, wenn ich das Medikament verändere. Könnte man jetzt wahrscheinlich ewig breit diskutieren und verschiedene Facetten beleuchten, aber ich glaube, das wäre für mich persönlich das Größte. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Genau, vielleicht noch als Ergänzung für Leute, die nicht so im Thema sind. Also die Medizinprodukte-Klasse, die entscheidet am Ende darüber, wie viel Dokumentation bereitgestellt werden muss für die Zertifizierung und eben wie hoch das Risiko ist und wie viel Benefit dann quasi diesem Risiko gegenübergestellt werden muss. Genau, und um nochmal alle Leute abzuholen, die vielleicht gar keine Compliance-Vorerfahrung haben, ist, theoretisch gibt es ja auch Klasse 1-Produkte und der große Unterschied zwischen Klasse 1 und 2A-Produkten ist ja, dass ich kein Audit durch, also keinen externen Audit durch eine benannte Stelle brauche. Was in der Praxis ein gigantischer Unterschied ist, weil ich als Startup theoretisch auf den Markt gehen darf, sobald ich intern meine Dokumente fertig erstellt habe und abgesegnet habe, dass das jetzt so vollständig ist. Während, wenn ich Klasse 2a und höher bin, brauche ich natürlich diesen externen Audit, womit zum einen niedrige fünfstellige Kosten verbunden sind und natürlich aber auch vielmehr die Wartezeit auf eine benannte Stelle, die im Moment auch wirklich sehr lang sein kann. Also 6 Monate aufwärts, vielleicht auch mal 12 Monate. Das ist natürlich als Startup ein riesiges Problem, weil ich auch in der Zeit mein Produkt jetzt nicht wahnsinnig aktiv weiterentwickeln kann, wenn ich es zum Beispiel schon eingereicht habe und auf den Audit warte. Daher theoretisch ist es natürlich für ein Startup äußerst vorteilhaft, ein Klasse 1 Produkt zu haben. Jetzt unter der MDR mit Regel 11, es ist zunehmend sehr schwer bis unmöglich geworden, überhaupt noch ein Klasse 1 Produkt zu haben. In diesem Fall, das wir heute haben, das ist für mich persönlich eher ziemlich deutlich ein Klasse 2a Produkt. Ja, ob es jetzt noch Klasse 1 Produkte gibt, das wird vielleicht den Rahmen sprengen. Oh, Viva, okay. Tatsächlich in Klasse 1 nach MDR. Okay, aha, interessant. Ja, würde mich auch mal interessieren, weiß nicht, ob wir da noch zu kommen können, ja. Mal einzugucken. Ah, genau. Also du hattest gerade gesagt, nochmal zur Wiederholung, du hattest Uviva genannt, MDR Klasse 1. Und wenn wir heute noch Zeit finden, können wir das vielleicht irgendwie mal reingucken. Guter Punkt, ja. Also fände ich super spannend, wenn wir da tatsächlich mal ein Auge drauf werfen könnten. Ja. Wie sozusagen, wie die das gemacht haben könnten. Jetzt extrem dumme Frage von mir. Oviva ist auch eine DIGA, oder? Ist auch eine DIGA, ja. Die sind jetzt auch seit einem Monat oder was gelistet. Ja, okay. Was ja sehr interessant ist, weil ja immer so dieses Gerücht war von wegen, oh mein Gott, eine DIGA kann niemals Klasse 1 sein, weil ich müsste ja Diagnose oder Therapie machen, um eben diesen, Phrase vergessen, aber diese DIGA-Kriterien zu erfüllen, dass ich einen medizinischen Nutzen zum Beispiel habe. Aber das wäre jetzt ein Gegenbeispiel dazu. Das ist sehr interessant. Ja. Außer es ist ein Rechtschreibfehler im DIGA-Verzeichnis, was ich aber jetzt nicht glaube. Das wäre ein sehr interessanter Rechtschreibfehler. Okay, super. Dann machen wir weiter mit genau eurer Gruppe. Ihr hattet die Gruppe 2, da ging es um Software Requirements und Software Tests. Ja, ganz genau. Also ich fand es total spannend, weil sozusagen aus der klassischen Pharma-Welt kommend ist es komplettes Neuland und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan von dem, was ich gerade gemacht habe. Trotzdem sehr, sehr spannende Aufgabe. Wir haben uns mal die ersten Screens angeschaut und haben jetzt mal mit dem ersten Anfang, dem ersten Login-Screen, haben gesagt, okay, das Software-Requirement ist im Grunde genommen, dass der User oder Userin entweder Mail oder Passwort eingeben kann oder eben über das Google-Konto, den Google-Account sich anmelden kann. Und der Test wäre eben zu sagen, gut, im Fall der Anmeldung über Mail und Passwort, müsste dann sozusagen im nächsten Schritt dann das Dashboard angezeigt werden. Und analog eben dazu, wenn ich eben über meine Google-Zugangsdaten mich anmelde, müsste auch dann das Dashboard angezeigt werden. Okay. Dann sind wir schon bei dem zweiten Screen, dem Dashboard. Da gibt es im Grunde genommen 3 Anzeigen, oben, Mitte und unten. Die obere Anzeige gibt im Grunde genommen, so haben wir es jetzt interpretiert, eingabebezogene Hinweise oder Empfehlungen. Ja. Die zweite Anzeige ist letztlich eine longitudinale Darstellung des Schmerzlevels
Und das dritte analog, eine longitudinale Darstellung der Ibuprofen-Einnahme, der Medikamenteneinnahme, zum Beispiel auf Basis der eingegebenen Tagesdosierung. Ja. Mhm. Und der Test wäre jetzt für die obere Anzeige, ist im Grunde genommen, wird ein plausibler Hinweis angezeigt auf Basis von eingegebenen Angaben oder auch importierten Informationen über meinetwegen Apple Health. Für die Anzeige 2 bräuchte man sozusagen im Grunde genommen auf dem nächsten Screen im Prinzip eine Eingabemaske zum Beispiel, die dann über so eine visuelle Analogskala den Schmerzscore erfasst, beispielsweise von 0 bis 10. Und man hätte zum Beispiel mal irgendwie 3 Werte, die man eingeben würde und würde dann fragen, ist dann in dem Dashboard wirklich in der Anzeige wirklich wird das angezeigt, was ich eingegeben habe. Mhm. Und analog dazu eben für die Medikamentendosis über die Zeit, dass man auch in dieser Eingabemaske dann zumindest mal an 3 Zeitpunkten oder 3 Eingaben macht und überprüft, wird dann in dem Dashboard wirklich das Richtige ja. Angezeigt. Genau. Und dann haben wir noch den nächsten Screen, also die Dateneingabe, uns angeschaut und gesagt, gut, letzten Endes ist das Requirement ist im Grunde genommen, dass man so eine Art bedingte Eingabemaske hat. Also ich kann erst auswählen, rede ich jetzt hier von einer Aktivität. Und dann kann ich im Nachfolgenden zum Beispiel sagen, gut, ich habe dann einen Button, welche Aktivität rede ich hier eigentlich? Ist es jetzt Schlaf, Verdauung oder ich weiß nicht, welche Beispiele es da noch gab, aber zum Beispiel jetzt Schlaf. Und wenn ich einen Schlaf auswähle, kann ich dann sozusagen im nächsten Schritt auswählen, wie lang war es denn beispielsweise. Mhm. Und auch hier wäre dann der Test zu sagen, gut, je nachdem, was ich da eingegeben habe, müsste es dann eben einen korrekten oder plausiblen Hinweis in dem Dashboard geben. Mhm. Genau, also das waren sozusagen die 3 Screens, mit denen wir uns jetzt erstmal beschäftigt haben. Und das soll es jetzt für den Moment erstmal sein. Cool, super, vielen Dank. Leichte Bedenken haben wir bei der Anmeldung mit dem Google-Konto. Das dürfte ja nicht ganz DIGA-konform funktionieren. Korrekt, genau. Zumal wir ja für dieses Beispiel jetzt erstmal außen vor gelassen haben, ob das wirklich eine DIGA ist oder nicht, sondern erstmal ein Medizinprodukt. Aber stimmt total. Da müsste man dann halt gucken, ob das dann wirklich halt diese Datensicherheitsanforderung erfüllt, was wahrscheinlich eher mal nicht der Fall wäre, weil die Daten da halt an ein amerikanisches Unternehmen abwandern. Und bei einem Login mit Google habe ich ja auch noch viel weniger den Gestaltungsspielraum zu sagen, ich will das Rechenzentrum in Frankfurt oder sowas. Das habe ich ja bei diesen APIs meines Wissens noch nicht. Cool, ja, erstmal vielen Dank dafür. Genau, es gibt auch schon eine Frage, gab es gerade? Moment, ich gebe dir mal ein Mikro. Danke, war sehr ausführlich. Ich hätte dazu eine kurze Frage bezüglich DIGA und Login. Soweit ich weiß, darf ein DIGA gar kein Login haben, kann Single Sign-On und dementsprechend darf nur der Aktivierungscode erfragt werden, weil sensible Health Data ist und sonst kann es nicht gelistet werden. Bin ich da falsch informiert? Nochmal, du müsstest ungefähr die ersten 50% nochmal wiederholen, die habe ich irgendwie akustisch nicht verstanden. Das ist jetzt immer schlecht, Entschuldigung. Ja. Und zwar der Login bei einer DIGA darf kein Single Sign-On sein, darf nicht mit einer E-Mail-Adresse oder ähnlichem sein, soweit ich informiert bin. Dementsprechend darf nur der Aktivierungscode erfragt werden, sodass du im Endeffekt immer zumindest für die Krankenkasse pseudo-anonymisiert bist und für den Hersteller komplett anonym. Mhm. Das heißt, in dem Fall, also in dem Moment, wo ich den Screen One überhaupt im Produkt habe, kann ich gar kein DIGA mehr sein, soweit ich informiert bin, oder? Ich wiederum bin jetzt überhaupt kein DIGA-Experte, deswegen kann ich es nicht wirklich wahnsinnig gut beantworten. Das, was du sagst, klingt alles sehr logisch. Also, danke. Also ich glaube es nicht. Soweit ich würde mich jetzt auch nicht zum Experten aufschwingen, aber ich glaube nicht, dass es die Anforderung ist, dass du kein Login haben darfst, weil auch bei den bestehenden DIGAs, soweit ich weiß, haben die ein Login und ich würde mir auch schwerfallen, wie es sonst funktionieren soll. Das muss wahrscheinlich zur Krankenkasse, ist es wahrscheinlich ein Problem mit den Daten, aber für den Login geht es, glaube ich. Also wir haben die Diskussion mit dem BfArM gehabt und wussten das davor auch nicht. Wir aber gucken gleich mal in den DIGA-Leitfaden vom BfArM. Es steht angeblich drin, ja. Okay. Cool. Genau, super. Also ich finde das sehr gut, was ihr da gemacht habt.
Und wie gesagt, der Disclaimer, den ich heute noch ein paar Mal wiederhole, ist, wir haben überhaupt nicht den Anspruch, hier vollständige Sachen zu machen, die wir jetzt morgen bei einer benannten Stelle oder beim BfArM einreichen können, sondern es geht darum, einfach grob zu verstehen, worum es geht. Und ich glaube, das habt ihr extrem gut gemacht, weil ihr habt, ich glaube, viele Fallstricke sozusagen verpasst, die viele Unternehmen üblicherweise leider dann doch irgendwie eingehen, die wir zumindest betreuen. Eine Sache zum Beispiel, die ich sehr gut finde hier, ist, es ist wirklich sehr high-level. Also es ist wirklich, ihr habt halt die Screens so ein bisschen durchdekliniert und dann halt die Features so grob aufgeschrieben auf der linken Seite. Und das ist halt extrem gut. Was da üblicherweise manchmal schief läuft, ist, die Screens werden wirklich durchdekliniert und jeder einzelne Button mit jeder einzelnen Fehlermeldung und jedem einzelnen Text wird beschrieben. Das wäre meinem Verständnis nach eher nicht Software Requirement, sondern mehr so Detailed Design, dass man, was je nach Klassifizierung, also nach 62304 Klasse, was man eigentlich nicht machen muss. Das heißt, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach sehr gut. Das heißt, ihr habt sehr oberflächlich beschrieben, was ironischerweise gut ist. Das ist cool. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, ihr seid nicht auf die Implementierung, auf die Code-Ebene gegangen. Das finde ich auch gut, weil bei den Software-Requirements versuchst du eigentlich nochmal fernab von der Implementierung zu bleiben. Das heißt, du sagst irgendwie, welche Funktion soll die Software erfüllen und wie soll sich diese Funktion ungefähr verhalten, aber du sagst nicht, wir benutzen die und die Programmiersprache und wir schreiben das so und so im Code. So, das wäre quasi dann schon wieder zu tief. Von daher, alles super, finde ich sehr gut. Was wir noch hinzufügen können, ist einfach der Vollständigkeit halber, ist, wenn man das jetzt wirklich vollständig machen würde, müsste man zum Beispiel sich auch Gedanken machen, welche Risiken gibt es bei welchem Requirement, welches von diesen Requirements ist zum Beispiel eine Risikokontrollmaßnahme. Das waren alles nicht Aufgaben an euch, aber das sind quasi nur Sachen, die ich erwähnen sollte, weil man sonst denkt, okay, jetzt sind wir fertig. Genau, und da müsste man sich nochmal ein bisschen schlauer Gedanken machen und auch sowas wie, ist jedes Requirement eindeutig identifizierbar, ist jedes durch einen Test abgedeckt und so weiter und so weiter. Genau, aber so für jetzt finde ich das extrem gut. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, positiv überrascht, was hier alles bei rumkommt. Und genau, ansonsten noch Fragen vor Ort von euch oder auch online? Online zumindest keine Frage dazu. Darauf können wir auch später noch eingehen, was da steht. Okay, keine Frage von euch. Cool. Dann haben wir die dritte. Genau, vielen Dank dafür. Dann haben wir die dritte Aufgabe. Ich glaube, das war die hier. Genau, das könnt ihr einfach, glaube ich, zur Seite schieben. Ach, ihr seid drei? Okay. Okay, so, dann. Genau, Aufgabe 3 war eine Risikoanalyse unserer Rheuma-App. Genau, und ich entschuldige mich immer direkt für die Schrift. Also das war eindeutig auf meinem Mist gewachsen. Hört man mich? Okay. Von der Risikoanalyse, was wir uns... Nimmst du mal das? Okay, Technik und Andreas. Von der Risikoanalyse, was wir uns dann sofort überlegt haben, ist, dass das natürlich ein großes Thema ist und wir haben direkt versucht, eine kleine Struktur reinzubringen und haben gesagt, okay, Risiko auf der technischen Seite, auf der inhaltlichen Seite und dann auch gegebenenfalls auf der Connectivity-Seite. Dementsprechend 1, 2, 3. Und weil halt auch die Frage war, Wahrscheinlichkeit und Schweregrad, seht ihr da auch entsprechend in Blau für die Wahrscheinlichkeit beziehungsweise in Rot für die Schweregrade dann auch direkt die Indikatoren, was wir uns dazu gedacht haben. Gut, bei der technischen Seite, große Thema Cyber Security natürlich, wir reden über Apps etc. Natürlich als vielleicht Eingangspunkt noch ganz vorneweg, mit dem reinen Login haben wir uns beide sofort nicht wohlgefühlt. Also eine 2-Faktor-Authentifizierung oder irgendwas anderes muss, glaube ich, mittlerweile da sein. Aber ansonsten sind die Sachen schlicht und einfach nicht mehr sicher genug. Mhm. Reines E-Mail, Konto, Passwort, well. Gut, da sind wir auch direkt beim Thema ID-Theft oder Data-Leakage. Beides können Risiken sein. Das heißt, jemand kann meine ID übernehmen und dann so tun, als wenn ich wäre. Oder aber natürlich
über diesen Weg halt letztendlich auch meine Daten absaugen und dann für sich verwenden, für was auch immer. Ein dritter Aspekt hier ist Content-Manipulation. Das ist natürlich noch fieser, weil letztendlich weiß ich nicht, dass jemand drin war, aber meine Daten werden verändert, was natürlich dann in dem Algorithmus zu einem anderen Ergebnis kommen kann. All das sind Risiken, die wir als hoher Wahrscheinlichkeit teilweise angesehen haben, aber auf jeden Fall einen hohen Effekt auf die einzelne Person. Cybersecurity, was uns nicht klar war aus den Informationen, die wir haben, ist, wo wird überhaupt der Datensatz gespeichert? Bleibt auf dem Handy, geht er in die Cloud, haben wir GDPR-Compliance oder DSVGO, glaube ich, in Deutsch. Also dieses Edge-Computing-Aspekt war nicht deutlich, aber ist definitiv natürlich ein Risiko. Wie wahrscheinlich? Wir haben die Info nicht, aber wenn, dann hat es auf jeden Fall einen hohen Schweregrad. In dem Zusammenhang dann auch, weil wir halt auch Connectivity später haben, wie ist die Connectivity? Haben wir Connectivity? Haben wir eine API-Struktur? Was ist die Architektur wirklich dahin? Ist es eine reine Solid-App in dem Sinne, alles geht rein, nichts geht raus? Oder kommuniziert man mit anderen Systemen? Und dann kommt natürlich ein ganzer Rattenschwanz noch hinterher. Zu der technischen Seite halt auch die normalen Programmierfehler, Bugs. Wir alle wissen, dass es keine Software ohne Bugs oder Features gibt, wie man ja auch so schön sagt. Darüber hinaus aber auch veraltete Software, also Außenaspekte. Ich habe auf einem Java programmiert, dass es nicht mehr verfügbar ist oder wie auch immer. Oder ich bin ein Login von einem App Store, kommen wir später nochmal drauf. Und natürlich, ich habe Updates. Und das heißt, ich habe interne Crashs, die ich dann auch immer wieder generiere. Und wie fange ich die auf? Was ist dann wiederum meine Schweregrade und den Effekt dann? Kompatibilität, wie gesagt, ein Problem. iOS versus Android. Abhängigkeit vom Ökosystem ist auch ein Risiko, weil was ist, wenn ich aus dem App Store rausfliege als App-Provider? Dann bin ich dann auch da nicht mehr. Gut, soweit zur Technik. Und weil auch die Zusatzaufgabe war, wie gehe ich darum rum? Das ist eine gute Planung. Also man muss schlicht und einfach mit Worst Case dann auch planen. Content haben wir auch wieder separiert zwischen dem Algorithmus, der dann die Analyse fährt, und den Daten, auf denen der Algorithmus letztendlich fährt. Der Algorithmus kann pharmakologischen Output geben, Wellness, Lifestyle oder Therapieinformation. Dementsprechend natürlich, wenn es ein Wellness, Lifestyle, Advice ist, gut, ist der Effekt auf die einzelne Person nie so groß. Wenn er mir aber pharmakologisch sagt, nimm mehr Medikamente oder Therapeut, ich gehe zum Arzt oder nicht, dann ist der Effekt auf natürlicherweise ein sehr viel größerer. Was die Daten anbelangt, da war uns nicht ganz 100% klar, wo alle Datenquellen herkommen, weil es nicht nur die eigene Information eingegeben wird. Und dann natürlich auch, wenn es eine App ist oder wenn es ein Variable noch connected ist, ist es Medical Device Grade, ist es Consumer Grade, wie präzise sind die Daten halt, und dann wie vollständig und wie adherent ist es. Also wenn ich jetzt eine Woche eintragen muss und mache es nur Montag und Freitags, eine Gerade durch zwei Punkte, macht Spaß. Welche Parameter werden benutzt für den Algorithmus, ist auch eine Frage. Ist es relevant oder sind es einfach nur am Ende des Tages Datenpunkte? Interpretation ist dann noch zusätzlich der Fakt. Ich kriege zwar einen schönen Graph, aber wie soll ich den interpretieren? Sind wir zwar eher in der Usability, aber die Frage ist auch, wer interpretiert es? Macht es ein Arzt, macht es die einzelne Person? Connectivity noch zwei, drei Punkte. Terminabgleich, und zwar nicht klar, wo die Daten herkommen, wo die Liste der Ärzte ist, ob die Terminkalender geupdatet sind, immer wieder bei den APIs auch. Da ist ein ganz starkes Problem mit Bias, Monopolisierung, Authorisierung. Habe ich wirklich einen Arzt oder tut jemand nur so, als wenn er Arzt wäre? Wie ist er da reingekommen? Mhm. Das waren so die Risiken, die uns in der kurzen Zeit eingefallen sind, und mit Sicherheit mit mehr Kaffee und mehr Denken mehr gefunden. Vielen Dank. Cool. Eine Frage sogar noch an dich, wenn du noch da bist. Das ist ja alles, also erstmal sieht sehr gut aus, sehr gut gemacht. Das ist ja auch tatsächlich sehr viel ausführlicher, als ich es auch erwartet hätte. Das ist beeindruckend. Und ich glaube, ihr habt die FMEA ja auch wirklich eigentlich so gemacht, wie sie gedacht ist. Nämlich man überlegt sich jetzt erstmal, was kann denn alles in der Software wirklich auf technischer Ebene schiefgehen? Und dann guckt man halt, was kann denn irgendwie dem Patienten passieren? Und genau das ist letztlich auch meine Frage. Was sind denn zum Beispiel Patientenschäden, die wir hier durch Fehlfunktionen haben können? Oder was ist zum Beispiel das Schwerwiegendste, was du siehst, was einem Patienten passieren könnte, wenn einer von diesen Sachen passiert? Naja, je nachdem, wie der Patient, das ist dann auch wiederum die Frage, inwieweit es dann halt in der App steht, einfach nur, du hast viel Ibuprofen genommen, oder ob es da eine Anweisung gibt, nimm jetzt, weil du Schmerzen hast, nimm eine Ibo. Also wenn das wäre, dann wäre es eindeutig eine Therapie, oder das hat einen Effekt auf den Patienten. Ja. Wenn es einfach nur steht, du hast wenig geschlafen, ja, dann hat man halt wenig geschlafen. Das ist das, wo du vorhin auch gesagt hast, dass du auf deine Dashboards geschaut hast, brauche ich dafür eine App. Ja.
Also alles, was wirklich einen direkten Effekt auf die Pharmakologie, also eine Therapie oder einen Diagnoseaspekt hat, würde ich sagen, hat einen hohen Schweregrad dann halt auch für den Patienten. Mhm. Also wenn er deswegen nicht zum Arzt geht, oder ich habe es vorhin auch verglichen mit der Fahr-App, mit dem Navigator, fahren Sie ja nach rechts und er fährt einfach weiter und landet im Fluss. Ja, nur weil die App gesagt hat, so rechts fahren, heißt es nicht, dass man nicht guckt, ob es da noch eine Straße gibt oder nicht. Genau, ja. Ja, super, genau, macht total Sinn. Vielleicht dumme Frage, würdest du einen Patientenschaden sehen bei sowas wie Data Leakage? Also wenn die App zum Beispiel gehackt wird oder man einen US-Cloud-Provider benutzt, der die Daten an die USA schickt, wäre da ein Patientenschaden deiner Meinung nach? Naja, es kommt jetzt darauf an, was mit den Daten passiert. Ja. Also deswegen eine Pauschalisierung würde ich hier nicht machen. Ja, es kann sein, dass ich einen Schaden habe, wenn ich zum Beispiel chronisches Leiden habe und deswegen in den USA nicht eingestellt werden könnte. Ja, absolut. Ja. Super, vielen Dank dafür. War wirklich sehr, sehr ausführlich und sehr durchdacht. Mhm. Ich würde gerne noch was ergänzen. Und zwar fand ich super gut, dass du hier oben aufgezeichnet hast, wo quasi die Risiken herkommen. Das ist generell bei der Risikoanalyse super wichtig, dass man die verschiedenen Quellen anschaut, wo die Risiken herkommen können. Also sie können zum Beispiel aus der klinischen Bewertung kommen, dass man da irgendwelche Risiken identifiziert. Die können aus einem Threat Modeling zum Beispiel kommen, das wäre dieser Cybersecurity-Aspekt. Die könnten zum Beispiel aus der Post-Market-Surveillance kommen, dass man irgendwie im Betrieb feststellt, hier haben wir ein Risiko übersehen, das müssen wir noch mit aufnehmen. Oder aber auch Risiken könnten aus der Usability kommen, dass man im Usability-Test zum Beispiel merkt, okay, hier durch die Bedienung kann es hier zu Missverständnissen kommen, das ist ein Risiko und da könnte eine falsche Diagnose dann bei rauskommen zum Beispiel. Genau, also bei der Risikoanalyse gibt es einfach super viele Inputs und finde ich schön, wie du die hier so durchdekliniert hast. Genau, natürlich ihr beide, auf jeden Fall. Genau, super. Und ich glaube, dann wie immer kann ich noch ein paar Sachen der Komplettheit halber hinzufügen, die wie gesagt nicht Teil dieser Gruppenarbeit waren. Das heißt, die Lösung ist bereits extrem gut. Aber wenn man das jetzt noch in eine wirklich sehr schöne, komplette Dokumentation überführen wollte, die man jetzt zum Beispiel bei einer benannten Stelle einreicht, müsste man sich zum Beispiel Gedanken darüber machen. Jetzt haben wir hier ja durchdacht eine Klassifizierung, wie wahrscheinlich ist etwas und wie schwer ist der Schaden für den Patienten. Und vorher müsste man sich natürlich eigentlich auch Gedanken machen, welche Kombination hiervon ist jeweils immer akzeptabel. Das heißt, können wir es zum Beispiel akzeptieren, dass wir immer einem Patienten irgendwie vielleicht ein Magenproblem zumuten, weil wir die Medikation erhöhen. Das klingt für mich jetzt eher nicht akzeptabel. Oder ist es vielleicht akzeptabel, wenn man irgendwie ab und zu einem Patienten nicht rechtzeitig an einen Arzttermin erinnert? Das klingt vielleicht eher mal akzeptabel. Aber die Gedanken müsste man sich jedenfalls machen. Das heißt, man würde halt eben aufschreiben, man würde eine Matrix erstellen, das heißt eine Risikomatrix. Und dann würde ich gucken, welche Kombination von allen Schweregraden mit allen Auftretenswahrscheinlichkeiten ist hier akzeptabel. Was man dann auch noch nach der 14971 machen müsste, wäre nicht nur eben diese, im Prinzip, was wir hier eigentlich haben, ist Fehlverhalten von der Software. Nicht nur die angucken, sondern das quasi wirklich aufdröseln in Gefährdung, Gefährdungssituationen und Schaden. Also dass man quasi wirklich diese drei Stichworte erwähnt in seiner Dokumentation. Und das wäre jetzt zum Beispiel sowas wie, okay, das Fehlverhalten von der App wäre eben, der Algorithmus hat irgendwie einen Fehler. Und dann würde man irgendwie weitergehen, zum Beispiel die Gefährdungssituation wäre, oder erstmal die Gefährdung wäre ja, die Software gibt mir einen falschen Medikationshinweis, zum Beispiel irgendwie, ja, erhöhe mal deine Ibuprofen-Dosis für heute, was an sich erstmal noch keinen Schaden auslöst, weil mein Handy kann ja da rumliegen und dann kann da die Meldung aufpoppen, nimm mal Ibuprofen, aber solange ich es nicht angucke, ist ja erstmal kein Schaden bei mir als Patient eingetreten. Aber die Gefährdungssituation wäre dann, wenn ich als Patient dieser falschen Meldung ausgesetzt bin, wenn ich dann halt sehe, diese App schlägt mir das jetzt vor und ich dann natürlich auch diesen Ratschlag annehme. Also so ein bisschen dieses Beispiel wie mit der Navigationssoftware, die macht einen Vorschlag und ich folge auch diesem falschen Vorschlag. Dann habe ich halt die Gefährdungssituation
und dann am Ende natürlich halt den Schaden, dass ich als Patient dann vielleicht Magenprobleme oder sonstige Nebenwirkungen kriege, weil ich die Medikation fälschlicherweise erhöht habe. Diese drei Kategorien müsste man quasi durchdeklinieren für alles, was wir hier gesehen haben und dann eben bewerten mit Auftretenswahrscheinlichkeit, Schweregrad und am Ende gucken, ist es akzeptabel, ja, nein. Dann könnte man auch zum Beispiel Risikokontrollmaßnahmen einführen. Zum Beispiel könnte man irgendwie bei jedem Medikationshinweis könnte man darunter schreiben, besprecht das nochmal mit deinem Arzt, was jetzt für mich sehr unrealistisch klingt, weil ich jetzt nicht jeden Tag meinen Arzt anrufe und nochmal frage, die App hat mir gerade irgendwas vorgeschlagen, soll ich es wirklich machen? Aber das wäre zum Beispiel ein Gedanke, dass man halt Hinweise in die App reinschreibt, die so ein Risiko, zum Beispiel eine Auftretenswahrscheinlichkeit von einem solchen Risiko minimieren. Genau, das waren die Komplettheit Hinweise. Dann gucken wir mal, ob wir, erstmal haben wir vor Ort noch Fragen von euch. Sieht nicht so aus. Dann Fragen hier. Auch keine. Erstaunlich wenig Fragen. Okay, dann können wir zum vierten übergehen. Ja, Aufgabe 4 war eine Usability-Analyse zu machen. Also ist unsere App gebrauchstauglich? Versteht der Anwender, die Anwenderin, was zu tun ist und erfüllt sie quasi den Zweck? Genau. Und Aufgabe 4 darf ich vorstellen, weil die Gruppe mich gebeten hat, es vorzustellen. Und dann habe ich so gut es geht versucht zu verstehen, was die Gruppe hier aufgeschrieben hat und sie jetzt mir nochmal erklärt. Wie Sören schon gesagt hat, es geht darum, Usability-Tests zu machen. Das ist quasi eine separate Normanforderung. Da gibt es nochmal eine separate Norm dafür. Das heißt, ich muss gucken, ob die Usability von meiner Software auch wirklich gegeben ist. Und vereinfacht hat die Gruppe sich jetzt Gedanken gemacht für Tests, die man wirklich auch mit den Zielnutzern, die im Intended Use definiert waren, glaube ich, macht und Akzeptanzkriterien für diese Tests. Und wenn wir uns nochmal erinnern, die Nutzer sind ja üblicherweise erwachsene Menschen mit einem Smartphone, die eine Rheuma-Diagnose haben. Dann haben sie hier drei Tests aufgeschrieben. Der erste Test ist Login, melden Sie sich in der App an. Und die Akzeptanzkriterien sind, Patient öffnet die App und wählt einen der Buttons aus und der Patient hat sich erfolgreich angemeldet. Das Wichtigste hier ist, glaube ich, was ich einen sehr interessanten Gedanken von der Gruppe fand, ist eben, dass das jetzt nach einem sehr trivialen Usability-Test klingen mag, aber wenn man zum Beispiel bedenkt, dass es Rheuma-Patienten sind, die Probleme in den Gelenken oder auch in den Fingergelenken haben, dass es vielleicht gar nicht trivial ist, dass sie einen von diesen zwei Logins-Button, dass sie auch den korrekten Button treffen. Von daher ist das auch ein sehr legitimer Usability-Test. Dann den nächsten Test, Dateneingabe, haben Sie es hier genannt, tragen Sie Ihren Mittagsschlaf von 30 Minuten in die App ein. Und Akzeptanzkriterien sind dann, Patient findet den richtigen Screen. Genau, also Patient muss eigenständig zum richtigen Screen in der App navigieren, um da auch wirklich Dateneingabe zu machen. Wählt da eben den richtigen Bereich aus, Aktivität und dann Pfeil zu Schlaf und trägt den richtigen Wert ein. Soweit eigentlich auch selbstverständlich. Und dann jetzt gibt es noch einen dritten Test, Reaktion. Da ist die Anweisung, Sie sehen im Dashboard die Meldung, Schmerzen steigen, vereinbaren Sie einen Arzttermin. Und dann wird erwartet, dass der Patient sich angesprochen fühlt und eben auch die nächste korrekte Aktion auswählt, nämlich zur Terminvereinbarung zu navigieren innerhalb von der App und eben einen Arzt dort auswählt und einen Termin vereinbart. Also genau, und die drei Tests hat die Gruppe sich ausgedacht. Erstmal Fragen dazu von hier oder auch online? Nö. Genau, dann kann ich auch letztlich und direkt dazu übergehen, was dazu zu sagen. Ich finde das extrem gut und wie immer nicht völlig auf Komplettheit optimiert, aber sehr auf Verständnis. Ich finde es gut, dass quasi wirklich die Tests wieder auch hier sehr high-level beschrieben sind, von wegen, naja, ich muss jetzt nicht jedes einzelne Feature in einem einzelnen Test überprüfen, sondern ich habe quasi wirklich mehrere App-Features in so quasi Benutzungsszenarien, die hier auch mit den verschiedenen Titeln in Anführungsstrichen sind, aufgegliedert, die dann immer so ein typisches Benutzungsszenario eben abbilden. Also zum Beispiel wie, ich öffne die App zum ersten Mal und will mich einloggen, ich will mal Daten angeben und ich reagiere eben auf eine Meldung, die mir die App irgendwie gemacht hat. Das finde ich extrem gut, weil das eben auch sehr praxisnah ist. Gleichzeitig sind es sehr wenige Usability-Tests, was eben auch gut ist, weil es üblicherweise nicht ganz leicht ist, die
Zielgruppe von seinen Patienten eben zu einem Test einfach zu finden und man da dann auch einen gewissen Zeitdruck hat, dass ich jetzt nicht jeden Patienten da 3 Stunden lang irgendwie Tests aufbürde, sondern vielleicht auch mal in einer halben Stunde fertig sein will. Das finde ich extrem gut. Was man, glaube ich, noch der Komplettheit halber hinzufügen kann, ist, was muss man denn testen? Also man müsste die Hauptfunktionen der App testen im Sinne von der 13485-Validierung. Also haben wir überhaupt das Richtige entwickelt? Das heißt, die Hauptfunktionen der App sollten in meinen Usability-Tests vorhanden sein. Das ist hier jetzt mal irgendwie grob überflogen, scheint das der Fall zu sein. Und dann muss ich natürlich noch die gefährdungsbezogenen Nutzungsszenarien testen. Das heißt, die, wo der Patient potenziell gefährdet sein könnte, wenn die Usability nicht gut ist. Und das wäre zum Beispiel auch, beim letzten wäre es ein gutes Beispiel, eben wenn ich als Patient diese Vorschläge von dieser App nicht verstehe und da halt steht, geh mal zum Arzt und der Patient dann halt das liest und denkt, ich kann es nicht lesen, keine Ahnung, was da steht, ich mache das jetzt mal weg, dann ist das wahrscheinlich schlecht. So, und dann ist es auch eben eine potenzielle Gefährdung, weil die App eben gesagt hat, eigentlich müsste da jetzt mal ein Arzt drüber gucken, aber Patient hat es nicht verstanden. Genau, das wäre so für die Komplettheit. Haben wir online noch irgendwas? Ne, online ist. Online wird fleißig diskutiert. Online wird fleißig noch über dieses Sticker-Login-Ding diskutieren. Genau, so, dann haben wir jetzt. Ah, eine Frage. Ja. Ich habe noch eine Frage zu dem Risikoteil von eben. Ja. Wir haben das so verstanden, dass das Teil auch von der klinischen Prüfung ist, die Sicherheit des Medizinprodukts zu zeigen. Mhm. Und bei einer Software zeige ich aber ja die Sicherheit oder dass sie halt so das tut, was sie soll, auch einfach durch Software-Tests. Ist das jetzt heutzutage so, dass dann mein Testbericht Teil der klinischen Prüfung ist oder wie funktioniert das zusammen? Ja, also nicht Teil der klinischen Prüfung, aber Teil der klinischen Bewertung. Also du würdest quasi, wie immer, nochmal? Ja, korrekt, ja, genau, also genau. Um das erstmal aufzudröseln, also ja, genau, du kannst deine Sicherheit zeigen, unter anderem mit Software-Tests. Das ist ich persönlich bin wiederum nicht ein riesiger Experte für klinische Bewertung und das ist sowieso alles wie immer hochgradig schwammig, aber das ist ja immer so. Letztlich ist es so ein bisschen wie wenn man es argumentiert und vor allem man nimmt halt das, was man so kriegt. Also zum Beispiel, wenn man halt Software-Tests hat und die Software besonders toll getestet hat, dann nehme ich natürlich meine Software-Tests in der klinischen Bewertung und sage dann, guck mal, wie schön wir die Software getestet haben und es ist so und so unwahrscheinlich, dass da noch ein Fehler ist. Aber ich kann dann natürlich auch noch zusätzlich meine Usability-Tests nehmen und sagen, guck mal, wir haben es auch Usability getestet und es ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass ein Patient da irgendwas missversteht in der App, was ja auch nochmal gut ist für die Sicherheit. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man für die klinische Bewertung zuvor klinische Daten erheben musste, also zum Beispiel sowas wie, ich musste eine kleine klinische Studie vorher machen, dann würde ich auch die Daten daraus nehmen und auch da argumentieren, dass die Sicherheit gegeben ist. Zum Beispiel haben wir es irgendwie in einer Studie mit 50 Patienten gemacht und da hat irgendwie kein einziger Patient irgendwas missverstanden oder falsche Sachen eingegeben. Das heißt, da würdest du auch nochmal Sicherheit argumentieren. Also es ist so ein bisschen, du nimmst ungefähr alles, was du irgendwie haben kannst, schmeißt es halt in einen Topf, copy-pastest es in die klinische Bewertung und schreibst dann halt, okay, es ist sicher. Also zumindest nach den Daten, die wir haben. Hat das die Frage beantwortet? Okay. Online noch irgendwas? Nein? Okay, so dann haben wir jetzt, okay, da war noch eine Frage. Danke. Also die erste Frage oder Anmerkung hätte diesbezüglich vielleicht, dass für mich das einen Unterschied macht, ob wir jetzt von der Security reden für die TÜV-Einreichung und den ganzen Software-Tests oder ob wir von der Clin Eval sprechen, weil die... Was war nochmal das Wort? Die Clinical Evaluation Plan. Ah, ja. CEP, weil die Clin Eval typischerweise bei einem Medizinprodukt sich ja schon auf Daten stützen muss, die bestehen, zum Beispiel über Publikationen oder ähnliches oder Known Standard of Care oder ähnliches. Oder aber du musst dann selber beweisen im Nachhinein, nach der CE-Zertifizierung, dass du in einer klinischen Studie, dass dieses Produkt wirklich effektiv ist. Die muss schon im Vorfeld dokumentiert sein. Ja. Vielleicht darf ich eine zweite Frage dazu nutzen. Mhm. Wenn jetzt da schon diskutiert wird online über den Login und so weiter,
Genau, wir haben jetzt diskutiert wird drüber. Genau, wir haben jetzt eh noch Zeit und nichts mehr geplant, von daher ja, können wir auch. Ich hätte einen zweiten Bias oder ein zweites Problem, das ich gerne ansprechen würde. Das ist derzeit sind die ganzen Apps im App Store und im Google Play Store gelistet und keine dieser Apps hat einen In-App-Payment-Algorithmus drin, obwohl das eigentlich der App Store verlangt und also der Google Play Store und der Apple App Store bezüglich, wann immer du Geld für diese App kriegst, kriegt 30% Google oder Apple. Ja. Und die Digas umgehen das eigentlich. Und Korrekt. Selbst das BfArM hat sich dazu nicht geäußert und soweit ich weiß, gibt es keine Vereinbarung mit Google oder Apple diesbezüglich bis dato. Ja, sehr hat spannend. Hat irgendjemand bei Apple oder Google mal nachgefragt diesbezüglich? Weil wenn das nicht der Fall ist, kann das natürlich passieren, dass irgendwann die ganzen Apps auf einmal aus den Apps da rausfallen und gesperrt werden. Ja, das ist ein das extrem wäre Frage, guter die Punkt. Ich habe in Runde ja, online. Ja, ja, das ist ein extrem guter Punkt und für mich persönlich viel interessanter als sonstige Compliance. Es ist sehr interessant, weil im Play Store, es ist ja so im Play Store, so, und das ist jetzt gefährliches Halbwissen, das ich aber ein bisschen nachgelesen habe, ist im Play Store darf ich ja, glaube ich, alternative Zahlungen anbieten. Zum Beispiel, wenn ich im Play Store in der Kindle-App bin, darf ich da Links drin haben, von wegen, klick hier und dann kommst du zu Amazon und dann kannst du das E-Book kaufen und dann landest du wieder in der Play Store-App. Beim Apple App Store ist es tatsächlich ja nicht so. Da darf ich ja wirklich keinerlei alternative Zahlungsmethoden anbieten. Und da gebe ich dir völlig recht, da ist das, was wir hier mit Digas machen, ja eigentlich eine komplette Umschiffung davon. Das heißt, falls Apple irgendwann jemals versteht, was eine Diga ist, und ich würde vermuten, sie sind da noch nicht so ganz auf dem neuesten Stand, dann ist das potenziell schon extrem gefährlich, klar. Dann können es halt, theoretisch können alle Digas auf einen Schlag offline genommen werden, weil sie halt diese Apple... Oder 30% ihres Umsatzes auf einmal einbüßen. Genau, oder sie müssten halt, korrekt, oder sie müssten halt die In-App-Payments von Apple verwenden. Was dann jetzt natürlich auch nochmal interessante Datenschutzgedanken hätte, weil sich bei Datenschutz ja vorher schon alle in die Hosen machen und dann machen sich nochmal viel mehr Leute in die Hosen, weil jetzt weiß ich ja auch, wer hat, theoretisch gibt es jetzt die Daten, wer hat wann mit welchem Apple-Konto diese App gekauft. Ja, und das ist natürlich dann halt nicht so cool wahrscheinlich. Ja. Und jetzt gab es ja zuletzt dieses amerikanische Gerichtsurteil, irgendwie Apple versus, ich glaube, Epic oder sowas, wo es wurde so ein bisschen aufgeweicht, glaube ich, aber so da beginnt jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, für Spiele wurde es aufgeweicht, dass man für Spiele alternative Zahlungsmethoden anbieten darf oder darauf hinweisen darf. Ich bin mir aber jetzt extrem unsicher. Also mein Stand wäre es, als Gesundheitsanwendung darf man es immer noch nicht, was sehr gefährlich ist, ja. Also ich kann nur sagen, aus der Hardware, da gibt es in manchen Bereichen Ausnahmen. Mhm. Also wenn du irgendwelche iOS-Chips in dein NetTech-Hardware integrierst, dann gibt es Ausnahmen von Apple und von Google. Von Apple de facto. Ja. Google betrifft das nicht. Aber soweit ich weiß, hat bis dato niemand da Ausnahme für Digas angesucht. Und wenn irgendjemand was dazu weiß... Nee, wissen auch nicht so viel, aber Apple checkt ja alle Apps, die da reinkommen und wir wurden auch gecheckt, wir sind noch keine DIGA und bei uns hat das, wir sind aktiv abgelehnt worden, weil wir einen Bezahlprozess hatten, der an Apple vorbeiläuft und das hat sich Apple mit Sicherheit bei den DIGAs auch genau angeschaut. Also ich denke, sie wissen, was sie da tun und dass sie das zulassen. Okay. Spannend. Ja. Es gibt ja noch so ein paar Workarounds, können wir es mal austauschen, dass man sagt, du hast im Grunde am Ende des Tages eigentlich auf einer Webplattform deine Inhalte, so machen das ja auch die ganzen Zeitungsverlage. Also Süddeutsche Abo kaufe ich auch nicht im App Store, sondern kaufe ich auf der Süddeutschen oder auf der FAZ und dann brauche ich keinen In-App-Kauf. Also es gibt schon Wege. Genau, ja. Hinreferenzierst. Du darfst ja keinerlei Marketing oder Links oder Ähnliches in einer Diga haben. Also, ja. Genau, ja. Sehr spannend, ja. Sehr interessant. Welche Frage war das? Mit diesen Diga Klasse 1, MDR Klasse 1 Apps war das. Wir wurden übrigens auch online noch darauf hingewiesen, dass Deprexis scheinbar auch eine MDR-Klasse 1-App ist. Das war ein Hinweis, den ich so nicht wirklich bestätigen kann, aber den ich einfach so weitergeben kann. Genau, und wurde auch nochmal bestätigt. Als, okay.
Als Ergänzung zur Frage eben mit dem Login, da gibt es wohl ein BfArM-Papier, wo es um die Datenverarbeitung in Drittländern geht. Und anscheinend gibt es eine Gesetzesänderung, wonach die Patienten identifizierbar sein müssen ab 2023. Genau. Das sagt der Chat zumindest dazu. Cool, das sagt der Chat, okay. Ja. Ja. Sie müssen, also sie dürfen nicht anonym sein, oder wie? Wir haben keine Ahnung. Also wir lesen wörtlich das vor, was da steht. Also okay. Das hat jemand so geschrieben. Es muss möglich sein, eine versicherte Person über die sichere digitale Identität zu ermöglichen. Ja, ich glaube, lassen wir uns das mal so stehen und dann kann man sich das zu Hause nochmal nachlesen. Genau, bezüglich dem MDR-Klasse 1-Thema, es ist sehr spannend, wo es ja letztlich darauf hinausläuft, dass die sich um die Regel 11 rum argumentieren. Wo ich glaube, meiner Meinung nach jetzt keine wirkliche Ground Truth quasi besteht, von wegen man weiß wirklich, wie es gemacht wird. Aber was ich halt so kenne und was ich so weitergeben kann, ist, man versucht sich halt um diese eine Klausel rumzuargumentieren und man sagt halt, man macht nicht diagnostische und nicht therapeutische Entscheidungen, die man damit beeinflusst, weil das einfach extrem schwammig ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, und wie gesagt, das ist reines Raten, dass man halt, dass die Apps, die MDR-Klasse 1 sind, dass sie halt sagen, okay, wir machen eine direkte Therapie von der Erkrankung, aber wir machen halt keine, wir beeinflussen nicht therapeutische Entscheidungen, was natürlich irgendwie so komplette Haarspalterei ist, dass man halt sagt, okay, die therapeutische Entscheidung ist schon gefallen, weil der Arzt hat es diagnostiziert und er sagt, okay, die Therapie soll stattfinden, nämlich mit einer App, und die App führt jetzt diese Therapie durch. Das könnte man vielleicht argumentieren. Ich glaube, also was ich dann oft mal Startups sage, ist, ja, das ist dann halt eine Regulatory-Frage, aber es ist auch so ein bisschen eine Business-Frage. Will ich als Unternehmen das Risiko eingehen, ein Klasse-1-Produkt zu sein, eventuell halt von der Landesbehörde diesen Überraschungsaudit zu kriegen, um dann vielleicht vom Markt gehen zu müssen, weil die vielleicht sagen, es ist nicht Klasse 1, sondern es ist Klasse 2a und ihr müsst jetzt zu einer benannten Stelle gehen und bevor ihr wieder an den Markt kommen dürft. Oder sage ich von Anfang an, es ist Klasse 2a und warte halt diese 9 bis 12 Monate, bis ich durch den Audit von einer benannten Stelle durch bin, mit einem geringeren Risiko, weil Klasse 2a kann mir keiner nehmen, so ungefähr. Das ist letztlich schon fast eine Geschäftsrisikoentscheidung. Will ich jetzt schnell den Markt mit Klasse 1 mit dem Risiko, dass es wirklich ein Fiasko wird, weil es eigentlich gar nicht Klasse 1 war und ich ein Medizinprodukt da vielleicht falsch gelabelt in den Markt gebracht habe? Oder will ich halt mehr Geld und Zeit investieren und sicher mit Klasse 2a in den Markt gehen? Weil ich glaube, es gab jetzt auch ein neues Guidance-Dokument zur Klassifizierung, was ich noch nicht gelesen habe, was da vielleicht doch nochmal interessant sein könnte. Ich weiß auswendig nicht, welches es ist, aber es kam jetzt neulich raus. Da ging es halt, glaube ich, nochmal darum. Genau. Ansonsten, haben wir sonst noch irgendwas? Der Praxis ist Klasse 1. Ah, okay, hier hat Tobias hat noch eine Liste von Klasse 1 Anwendungen hier reingeschrieben. Der Praxis, Elevida, Calmeda, Oviva, Velibra, Vorvida. Sie sind aber Klasse 1 MDD. Ach so, okay. Dann sind also Calmeda und so weiter ist ganz sicher 1, MDD. Ja. Zumal die auch alle echt ähnlich klingen, ne? Ja. Okay, genau. Ja, ansonsten haben wir noch 12 Minuten. Wir haben jetzt kein festes Programm. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, die wir jetzt irgendwie beantworten sollen, wenn wir hier sind, könnt ihr alle Fragen stellen, die euch jemals auf dem Herzen gebrannt haben. Oder auch online. Ansonsten habe ich auch nichts dagegen, früh zu gehen und einfach Mittagessen zu gehen. Warten wir vielleicht nochmal so 30 Sekunden, ob es irgendwie Online-Fragen gibt. Ansonsten würde ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir gemacht haben und was die nächsten Schritte sind. Aha. Okay, Stefan meint noch, hat noch ein bisschen Haarspalterei geschrieben, die ich durchaus interessant finde. Er sagt, wenn man nicht therapiert, sondern nur Vorschläge zur Therapie unterbreitet, wäre man Klasse 1. So, das ist so ein bisschen seine Meinung. Durchaus valide Haarspalterei, finde ich. Da kann man jetzt argumentieren, beeinflusst man therapeutische Entscheidungen? Vielleicht. Aber vielleicht sind es nur Vorschläge. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist klasse. Dürft ihr da was fragen? Wisst ihr, ob man also gibt es beim TÜV irgendeine Stelle, die man anrufen kann? Nee, das ist ja das Riesenfiasko. Also sozusagen mein Stand ist,
wenn ich Klasse 1 bin, kann mir niemand bestätigen, dass ich Klasse 1 bin, außer ich bringe es in den Markt und die Landesbehörde kommt vorbei und sagt, wir haben euch auditiert, ja, wir denken, ihr seid Klasse 1, ihr seid legal im Markt. So, das ist die einzige, und wie gesagt, ich kann falsch liegen, wir sind auch erst seit 2 Jahren in diesem Geschäft, das ist die einzige offizielle Bestätigung, die man meiner Meinung nach kriegt, dass man Klasse 1 ist. Weil wenn man zur benannten Stelle geht, dann ist man ja schon automatisch Klasse 2a oder höher, weil sonst bräuchte man die benannte Stelle nicht. Weil die benannte Stelle wird einem in den allerseltensten Fällen sagen, wobei ich habe es einmal miterlebt, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass die benannte Stelle sagt, cool, dass ihr unsere Kunden werden wollt. Ach übrigens, nee, ihr seid doch Klasse 1, wir hätten irgendwie Geld mit euch verdienen können. Und aber auf unser Risiko hin sagen wir, macht mal schön Klasse 1 und geht sofort in den Markt. Das klingt nicht so risikoavers, wie die sonst so sind. Die werden eher sagen, so ja, klingt schon risikobehaftet, was ihr macht. Ihr sagt, ja, ja, ihr seid Klasse 2a. Das heißt, es könnte sogar, und wie gesagt, das ist mein Startup-Denken, es hat auch ein gewisses Risiko, zu einer benannten Stelle zu gehen, weil die einem eher sagen würden, dass man Klasse 2a ist. Und dann hat man jetzt auf einmal halt ein offizielles Schreiben, das sagt, man ist Klasse 2a. Und jetzt hat man es schwerer zu sagen, oh, wir sind eigentlich doch Klasse 1. Das heißt, das müsste man abwägen. Es gibt auch Landesbehörden, was ich jetzt auch schon mal gehört habe, ist, dass man so bei denen anrufen kann, je nach Bundesland. Manche Länder sind da strenger als andere. Und dass die einem auch mal so unverbindliche Auskünfte erteilen am Telefon, dass man halt grob erklärt, was die App macht und wie man jetzt gerade so Regel 11 ausgelegt hat und wie die das so ungefähr mal inoffiziell sehen. Das kann man auch durchaus mal versuchen. Die Chancen rechne ich nicht so super hoch ein, aber ist vielleicht auch mal ein Versuch wert. Also schriftlich werden die einem sicherlich nichts geben, denke ich. Ist das mit Strafen auch behaftet, wenn diese Landesbehörde da vorbeikommt? Also vom Markt zu kommen, ist an und für sich schon einmal eine Strafe, aber ja. Gibt es da auch irgendwelche Strafzahlungen? So, ich bin kein Jurist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es durchaus Strafen gibt, wenn ich ein Medizinprodukt illegal in den Markt bringe. Und wenn ich das so auslege, dann habe ich durchaus ein Medizinprodukt illegal in den Markt gebracht. So, ob man da jetzt wirklich verklagt wird und diese Strafenzeit, keine Ahnung. Da fehlen mir zum einen die juristischen Kenntnisse, aber auch die Erfahrungswerte. Weiß ich nicht. Also ich glaube da, ja, absolut keine Ahnung. Es ist ein Risiko, das man, muss man sich wahrscheinlich gut überlegen muss. Und je nachdem, welche App man hat, also wenn ich wirklich eine App habe, die sauber argumentierbar MDR Klasse 1 ist, weil sie vielleicht wirklich harmlos ist und vielleicht nur Prävention von irgendwas macht, und dann vielleicht könnte ich es durchaus mal versuchen. Aber wenn ich eine App habe, die schon zu 90% Klasse 2a ist, dann will ich vielleicht das Unternehmen wirklich nicht das Risiko eingehen, da Klasse 1 zu machen. Okay, cool. Dann haben wir es für heute. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir gemacht haben. Also wir haben halt hier diese Gruppen gehabt. Die Gruppenarbeit war meiner Meinung nach extrem gut. Das hätte ich niemals gedacht.